An was hältst du dich, wenn es stürmt? Wo hältst du dich? Wo suchst du Zuflucht? Wir sind in der Reihe Näher zu dir. Und in dieser Reihe wollen wir heute Psalm 34 zusammen anschauen. Und es geht darum, wie kommen wir Gott näher? Wie können wir auch beten, dass wir Gott näher können, kommen? Und in Psalm 34 heißt es am Anfang, von David aus der Zeit, dass Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Ich will den Herrn preisen zu allen Zeit, immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Komm, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. David hat eine krasse Sache erlebt. Er war in die falsche Richtung geflohen, nämlich zu seinen Feinden, zu seinen, ja, eigentlich ehemaligen Feinden, kann man sagen, und hat dort Schutz gesucht, weil sein König Saul sich gegen ihn gerichtet hat, hat er bei seinen Feinden Schutz gesucht. Und dort wurde Verdacht geschöpft, hat man sich erinnert an Slogans, die Davids Fans geschrien haben, nachdem er gewonnen hat gegen Goliath, hat man sich an diese Slogans erinnert und dann gesagt, das ist gefährlich, der David bei uns. Und der David hat es gemerkt, jetzt wird es auch für mich gefährlich und hat sich in dem Moment wahnsinnig gestellt. Das heißt, er hat mindestens geschäumt in seinen Bart, also hat sich wahnsinnig gestellt und dann hat der Abimelech, der König, gesagt, Wahnsinnige habe ich genug um mich, ich brauche den nicht, ich schicke den weg. Und nach der Geschichte schreibt David diesen Psalm, wahrscheinlich in einer Höhle, schreibt er diesen Psalm. Und er lobt Gott. Wir kommen näher zu Jesus, näher zu Gott, wenn wir loben. Im Vers 2 hat es geheißen, ich will den Herrn preisen zu aller Zeit, immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Was war heute Morgen auf deinen Lippen? Wunderschöner Tag zum Beispiel vielleicht? Vielleicht auch was anderes. Aber der David sagt nicht, es ist immer Lob auf meinen Lippen, sondern er sagt, es soll Lob auf meinen Lippen sein. Und das will ich mir auch sagen. Was bringt es, wenn Lob auf meinen Lippen ist? Wieso will ich das auch meinen Lippen sagen, da soll Lob drauf sein? Es bringt uns näher zu Jesus. Es heißt in Epheser 5, 18 und 19, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und Geistlichen redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also, wir werden voll Heiligen Geist, wie? Indem wir Gott loben. Und die, die nicht gern oder nicht gut singen, keine Angst, es heißt hier, in seinem Herzen singt und spielt. Viel wichtiger ist, dass du das mit Ton machst, ist, dass das dein Herz Gott lobt. Was ist auf deinen Lippen? Ist ganz viel Verachtung auf deinen Lippen? Ist ganz viel Schimpfen auf deinen Lippen? Sag deinen Lippen, es soll Lob auf ihnen sein. Wieso können wir loben? Im Vers 3 heißt es, meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. David sagt seiner Seele in diesem Moment, ich freue mich nicht nur in erster Linie darüber, dass jetzt ich frei geworden bin von diesem Abimelech, dass er mich ziehen gelassen hat. Er rühmt sich auch nicht seiner tollen Idee, dass er sich wahnsinnig gestellt hat. Das rühmt er sich nicht. Er sagt nicht, wow, das war super Strategie. Sondern er sagt, seine Seele, sein tiefstes Inneres solle sich rühmen, dass Gott bei ihm ist. In Jesus haben wir immer einen Grund zum Rühmen.
Rühmst du dich deiner genialen Ideen? Suchst du mit dem Rühmen über dich Anerkennung? Oder rühmst du Gott, der dir alles gegeben hat, auch deine genialen Ideen? Was rühmst du dich? Ich habe mir zu jedem Hauptpunkt eine Bewegung überlegt. Gott loben und rühmen, ganz einfach. Das könnt ihr euch so merken. Wenn nächste Woche mal so machen, Gott loben. Auf meinen Lippen soll Lob sein. Meine Seele soll sich rühmen, dass sie zu Jesus gehört. Dann kann ich mich immer rühmen. Egal in welcher Situation ich bin, kann ich dankbar sein, dass ich zu Jesus gehöre. Ich habe diese Woche von an Jesus gläubigen Palästinensern gelesen, die im Gazastreifen mitten in der Nacht eine Taufe durchführen. Und sie sagen, vielleicht kommen wir mit nassen Kleidern in den Himmel. Wenn uns die Hamas jetzt erwischen, dann kommen wir mit nassen Kleidern in den Himmel. Aber sie rühmen sich des Herrn. Sie sagen das zueinander, ihre Seele rühmt sich des Herrn, auch in dieser Situation, wo sie bedroht sind, wo sie wissen, dass was wir machen, ist lebensgefährlich. Aber wir machen es, weil wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Unsere Seele, wir selber kommen Gott näher durch Loben. Im Vers 4 heißt es, erhebt den Herrn mit mir. Lasst uns einander erhöhen seinen Namen. Der David nimmt jetzt seine Leute mit. Um ihn herum waren lauter Verachtete. Es heißt dort, es kamen die zu ihm, die ihre Schulden nicht bezahlt hatten. Es kam wirklich so, der Abschaum der Gesellschaft kam zu David. Und denen sagt er jetzt, lobt mit mir Gott. Was verbindet uns? Es bringt uns näher zu Gott, wenn wir Gott loben, und auch näher zueinander. In meiner Kindheit habe ich immer wieder erlebt, dass Gruppen sich erhoben haben, indem sie andere heruntergedrückt haben. Das ist ein Prinzip, das es nicht nur bei Kindern gibt. Dass auch Erwachsene leider immer wieder viel machen. Sie drücken andere runter, um sich aufzuheben. Der Trick geht nicht auf. Wenn du Gott erhebst, erhebt das auch dich. Deine Stimmung, deine Seele. Aber wenn du, und das verbindet auch, wenn wir gemeinsam Gott erheben, weil wir es nachher noch machen. Deshalb ist der Lobpreis heute nachher. Weil in der Predigt geht es darum, was Lobpreis bringt, und nachher machen wir das. Mindestens ein Teil davon. Wenn wir Gott erheben, verbindet uns das. Und lass uns nicht verbunden sein, indem wir andere ausschließen. Es gibt immer wieder Gruppen, die andere ausschließen, die sagen, die und die Gruppe, die gehören nicht zu uns, und sich so definieren. Das erhebt dich nicht wirklich. Es erhebt dich, wenn du gemeinsam Gott lobst. Das verbindet. Das gibt eine tiefe Verbindung. Wir sind nicht verbunden, weil wir alle die gleiche Partei eingeworfen haben. Sind wir nicht durch das verbunden, sondern durch Jesus. Ist auch nicht so dramatisch, wenn wir andere Parteien eingeworfen haben. Jeder soll das, was er wählt, im Glauben tun. Aber wichtig ist, dass wir gemeinsam auf Jesus schauen und so verbunden sind, weil wir ihn erheben. Diese Bewegung soll euch an das erinnern. Der zweite Hauptpunkt. Wir sind näher, weil wir nach ihm suchen. In Vers 5 steht, ich suchte den Herrn und er hat mich erhört. Von allen meinen Ängsten hat er mich befreit. Das ist mein Gebet, dass das heute passiert hier bei uns. Dass wir alle erleben dürfen, dass wir von allen unseren Ängsten befreit werden. Was sagt er, hat ihn zu dem geführt, zur Befreiung von allen Ängsten? Er suchte den Herrn. Wie geht das? Wie geht das, den Herrn suchen? In Jeremia 29,13 heißt es, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Wenn Menschen zum Glauben kommen, sage ich ihnen,
immer wieder, suche Gott, indem du betest, indem du Bibel liest, indem du in die Natur herausgehst und zu ihm rufst. Aber wichtig ist dein suchendes Herz. Nicht in erster Linie, dass du, so wie ich das früher gemacht habe, eine halbe Stunde Bibel liest und nachher zuklappt und sagt, wunderbar, Herr Jesus, erledigt für heute. Es geht nicht um eine Pflichterfüllung, sondern dass du, wenn du die Bibel liest, wenn du betest, wenn du Lobpreis machst, dass dein Herz, dass du von ganzem Herzen, mit ganzer Seele nach Gott suchst und mit ihm Verbindung haben willst. Jesus erläutert uns das so, indem er das Gleichnis erzählt von einer Witwe, die im Unrecht war. Die ist jeden Tag zum Richter gegangen und hat ihn gebeten, dass er ihr Recht schafft. Und Jesus sagt nach diesem Gleichnis, sagt er, sollte der Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und werde sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Jesus wünscht sich, dass sich unser Glaube so ausdrückt, dass wir Tag und Nacht die Nähe Gottes suchen. Dass wir Tag und Nacht Gott mit dem, was uns beschäftigt, bestürmen, zu ihm reden, unsere Not nicht zu Sorgen werden lassen, sondern ihn bestürmen. Suchen heißt beten. Suchen heißt vor allem, ist vor allem auch eine Herzenseinstellung. Spürt und seht, wie gütig der Herr ist, wohl dem, der bei ihm Zuflucht suchst. Wo suchst du Hilfe? Wo suchst du Zuflucht? Suchst du sie bei Jesus oder suchst du sie bei deinen Freunden? Jesus kann deine Freunde brauchen, aber erwarte die Hilfe in erster Linie von Jesus. Und das heißt, ich suchte den Herrn und von allen meinen Ängsten hat er mich befreit. In der letzten Zeit, wenn Ängste kamen, habe ich gemerkt, ich muss die Nähe zu Jesus suchen. Wenn ich Angst habe, brauche ich die Nähe zu Jesus. Und dann kann er dich vor allen Ängsten befreien. Dann kann er dich an den Punkt bringen, den ich auch letzte Woche gelesen habe von einem Ägypter in Alexandria. Der hatte das Messer der Muslimbrüder am Hals. Und sie haben ihm die Gelegenheit gegeben, um sich von Jesus abzuschwören. Und er hat gesagt, ich glaube an Jesus und ich bleibe bei ihm, auch wenn das Messer nicht stehen bleibt. So ungefähr hat es gesagt. Und dieser Mann mit dem Messer, er hat die Angst verloren, das will ich sagen. Lass uns den Herrn suchen, dass wir die Angst verlieren, sogar vor denen verlieren, die uns am Körper schaden können. Und dieser Mann mit dem Messer ist erstarrt. Der konnte sich nicht mehr bewegen. Und die Leute, die zusammen diesen koptischen Christen in Alexandria töten wollten, die sind davongelaufen. Wie bei Jesus, als er durch die Menge durchging. Sie konnten ihm nichts tun. Und er hat dann nachher gesagt, ich werde vielleicht mal für meinen Glauben an Jesus sterben. Ich werde vielleicht. Aber es war noch nicht Zeit. Und wenn nicht Zeit ist, wenn Gott sagt, es ist noch nicht Zeit, dann hält er es auf. Suche so eine Nähe zu Jesus, dass du keine Angst mehr hast. Dass sogar die Ängste vor denen, die dir am Körper schaden können, und die kommen uns zum Teil, wenn wir die Nachrichten sehen. Auf jeden Fall mir. Euch vielleicht nicht. Aber mir kommen solche Ängste. Dass auch die gehen. Dass wir die Ängste verlieren vor denen, die uns am Körper schaden können. Lasst uns so den Herrn suchen, dass alle, oh, das wünsche ich mir, dass wir alle von all unseren Ängsten befreit werden. Lasst uns so nahe zu Jesus gehen. Und ein Vers, der das veranschaulicht, ist, dieses Suchen veranschaulicht, ist Vers 7. Nach dem Suchen heißt in der Not rufen. In Vers 7 heißt es,
Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Ich werde jetzt dann gleich Gelegenheit geben, wer will, das zu erzählen. Bei der Vorbereitung ist mir so die Idee gekommen, dass ich euch frage, hat das jemand von euch erlebt? Dass ihr gerufen habt zum Herrn in irgendeiner Situation und erlebt habt, wie er euch befreit hat aus der Not. Ihr habt noch einen kleinen Moment Zeit, um euch das zu überlegen. Wenn ihr es wagt, dann nach vorne zu kommen, keine Angst, man wird euch dann sehen auf YouTube, aber das schafft ihr. Ich muss es euch einfach fairerweise sagen. Aber wenn man die Predigt dann anschaut, wird man euch auch sehen. Aber ich halte das fast jeden zweiten Sonntag aus. Ich traue euch das zu, dass ihr das schafft. Wenn ihr zu Gottes Ehre, weil er euch errettet hat aus der Not, wenn ihr das sagt, finde ich, darf man das auch auf YouTube sehen. Also das zu dem. Ihr kommt gleich an die Reihe. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geist sind. Wir haben am Montag im Hauskreis haben wir diesen Psalm angeschaut und haben gesagt, am meisten, am ernsthaftesten ruft man, mit ganzem Herzen suchen. Das macht man oft dann, wenn man in Not ist. Und wir haben uns dann gefragt, ja, wie können wir jetzt immer so beten? Wie können wir immer so beten, dass es so ernstlich ist? Das heißt, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ebenso in der Not beten wir mit voller Kraft. Wie können wir immer so beten mit voller Kraft? Wie ist das möglich? Indem wir realisieren, dass wir eigentlich immer in Not sind. Dass wir Jesus immer brauchen. Wir brauchen Jesus immer, jede Zeit, alle Zeit. Und das ist wichtig, dass wir das realisieren. Es ist immer eine Not. Ist es dir eine Not, dass Menschen Jesus noch nicht kennen? Wenn du die Not realisierst, dann kannst du rufen. Wenn du merkst, du hast immer wieder Ängste, dann ist es dir eine Not und du kannst rufen. Jesus, hilf! Jesus, hilf! Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid keine großen Evangelisten, aber bitte bringt euren Freunden und Feinden bei, dass wer Jesus anruft, gerettet wird. Dass das stimmt, wer ruft, der wird gerettet. Und wenn du heute Morgen das Gefühl hast, du hast ein zerbrochenes Herz, zerbrochen, dein Stolz ist zerbrochen. Ich habe danach geschaut, was kann da zerbrochen sein, unter anderem der Stolz. Du wurdest gedemütigt, dein Stolz ist gebrochen. Der Herr ist dir nahe, auch wenn du es nicht spürst. Vielleicht wurde auch deine Würde irgendwo verletzt. Der Herr ist dir nahe. Er ist gerade jetzt bei dir, auch wenn du es vielleicht nicht spürst. Glaubst, es steht hier. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geist sind. Manche Übersetzungen sagen, wenn du alle Hoffnung verloren hast, der Herr ist dir nahe. Gerade in dem Moment, wenn du alle Hoffnung verloren hast, setz deine Hoffnung wieder auf ihn und ruf zu ihm. Und jetzt ist die Gelegenheit. Hat jemand die Freude, den Mut, zu erzählen, wie er oder sie rief zum Herrn und errettet wurde aus der Not? Danke, Melanie. Hallo zusammen. Ich habe etwas erleben, das mich heute immer noch beeindruckt. Das ist einige Zeit her. Ich habe die Ausbildung zur Sozialpädagogin gemacht und in meinem Praktikum hatte ich eine Stelle, wo ich gemerkt habe, die mögen keine Christen und die mögen irgendwie auch nicht mich. Und es war eine sehr herausfordernde Stelle, auch mit den Klienten. Und ich habe gemerkt, es ist mir so an Mark und Bein gegangen, dass ich wie keine Freude mehr empfinden konnte. Ich habe gemerkt, ich bin wie so ein bisschen in eine depressive Verstimmung gekommen. Und schwierig habe ich gefunden, dass ich wie nicht gewusst habe, kann ich irgendwann wieder Freude empfinden? Werde ich irgendwann wieder zu meinem Naturell, das eigentlich eher fröhlich ist?
Und das habe ich gerade immer wieder gefragt, wann hört das auf und werde ich wieder gesund? So muss mich das mal irgendwann nicht mehr so fest bedrücken. Und was mich beeindruckt hat, Gott hat mir einfach einen Traum geschenkt. Ich habe das nicht so gekannt. Aber in diesem Traum habe ich gesehen, wie mich eine Schlange, eine giftige Schlange, ins Bein beißt. Und ich habe sie einfach, sie ist kleben geblieben mit ihren Zehen, in meinen Beinen. Und ich konnte sie einfach rausnehmen und ich habe gewusst, es wird nichts, alles Gift, das in mir drin ist, wird mir nichts antun können, weil einfach Gott viel stärker ist. Und die Situation hat sich eigentlich nicht verändert. Also, die Leute haben mich immer noch nicht mögen und es war immer noch schwierig gewesen. Aber ich habe gewusst, auch wenn ich jetzt keine Freude empfinde, auch wenn ich jetzt depressiv verstimmt bin, so wird das nicht anhalten. Gott wird das verändern. Vielleicht nicht gerade jetzt, aber irgendwann wird das ändern. Das hat mir mega fest Hoffnung geschenkt. So. Die Situation hat sich nicht verändert, aber gemerkt, Gott gibt auch viel Hoffnung, auch in der Situation. Genau, danke. Danke vielmals, Melanie. Ist ein wunderschönes Beispiel, dass Gott die Not so stillen kann, indem er deine Haltung verändert. Indem er deine Einstellung verändert. Nicht die Umstände, Melanie hat es wunderbar gesagt, nicht die Umstände, sondern deine Einstellung. So, indem er dir die Ängste zum Beispiel nimmt. So kann er die Not verändern. Vielen Dank. Letzte Gelegenheit, zu diesem Thema etwas zu sagen. Möchte noch jemand? Ihr dürft auch noch beide. Ist gut. Oder sind sogar noch mehr. Nein. Ich möchte nicht zu schnell abklemmen. Bevor ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich das Haushaltungsschuljahr gemacht und bin dort mit Leute zusammengekommen, die schwarze Magie, also wirklich satanistische Sachen praktiziert haben. Und ich war dort immer so auf der Kippe mit, soll ich Gott nachfolgen, wer ist denn der Jesus? Ich bin schon mit dem aufgewachsen, habe schon so viel gehört. Und sind in Afrika in der Mission gewesen. Also ich habe gerade die ganze Palette mitgekriegt in meiner Kindheit. Und habe mich dann aber selber müssen fragen, wer ist denn Jesus für mich? Und in dieser Zeit habe ich genau gemerkt, dass eben Jesus das Licht ist und nicht die Dunkelheit, die sie praktizieren. Und habe mich dann dort wirklich entscheiden und habe einfach erfahren, dass er eben Licht ist in allem, in allen Ängsten, eben, wo ich dort auch ausgestanden habe, dass er da ist. Danke vielmals, Persis. Ein bisschen nicht so Angst gehabt, ein bisschen Angst gehabt zu kommen, aber ich glaube, ich überwinde mit Jesus gehen. Und wenn mit ihm dann klappt das alles. Ich möchte nur sagen euch, ganz faszinierend, was hat Jesus mir geholfen. Ich habe einen Arbeitskollegen, wo wir haben Krach gehabt vor vielen Jahren. Und jetzt, gute Jahr, sind wir ziemlich näher gekommen. Vor allem jetzt, ich spüre, sogar eine schöne Freundschaft hat sich schon entwickelt. Und jetzt merke ich, ich darf lernen, auch schweigen, nicht immer reden. Wunderbar. Entschuldigung, nur das noch. Und nur Jesus kann von Feinden machen Freunde. Amen. Alle Ehre, Jesus. Das ist wunderbar. Ich habe das miterlebt. Und die bei uns im Hauskreis waren, haben das auch miterlebt, wie wir für diesen, ich sage jetzt seinen Namen nicht, gebetet haben. Dass er wieder, dass er nicht mehr so Marco anfeindet. Und das ist ein Wunder. Die, die das miterlebt haben, das ist ein Wunder. Das ist zu Ehre Gottes. So, jetzt habe ich gesehen, da ist ein großer Aufbruch kommt. Wenn ihr noch was sagen möchtet, ich darf dafür dann noch ein bisschen länger predigen. Hallo zusammen. Also ich habe einen Traum gehabt. Ich habe gesagt, also vor dem Traum, Jesus, bitte zeig mir, wenn ich Retter bin. Bitte zeig mir, wenn ich angenommen worden bin von dir. Und dann bin ich dann später mal müde geworden, bin geschlafen und dann bin ich im Traum mit meiner Frau zusammen in einem riesengroßen Tempel drin gewesen. Und da ist so eine Gestalt mit einem Kreuz vorbeigelaufen und ich hatte voller Blut in den Händen gehabt. Und dann hat eine ganz, ganz mächtige Stimme, so richtig herrisch und richtig mächtig, hat zu mir gesagt, ruhe dich aus im Haus Gottes. Und dann bin ich wie aus dem Nichts verwacht aus dem Traum. Und das war meine Antwort. Amen. Gerufen und Antwort bekommen, aus in der Not. Amen. Barbara, du wolltest noch? Geht's? Ja,
Ja, in Täuschen. In Täuschen. Ich bin am Morgen nicht so gewesen, wie jetzt gerade. Bin ich ein bisschen gebüschelt. Aber ich hatte eine ganz schlechte Nacht gehabt. Die Big Air hat mich so gestört mit der lauten Musik, also sie haben schon gestunden. 300'000 Billette haben sie verkauft und haben uns die ganze Nacht gestört mit der hundsmiserablen Musik. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Wirklich. Und nachher habe ich ganz schlecht geschlafen. Und am Morgen, ihr glaubt nicht, das war einmalig, bin ich aufgestanden und habe enorm Rückenweh gehabt. Also ihr hättet mich sehen sollen, aus dem Bett rauskommen. Du glaubst irgend so, vielleicht so, unglaublich. Und nachher habe ich gesagt zum Leben, Jesus, er ist mein Heiler und mein Heiland. Und dann habe ich gesagt, ich möchte unbedingt den Tag im Leben verbringen und nicht im Bett. Aber jetzt gerade habe ich Sehnsucht zurück ins Bett. Aber ich möchte unbedingt in die Gemeinde und möchte auch im Wahlnachmittag mitmachen. Auch dort kann man etwas Gutes bewirken. Und du schaust, dass ich gehen kann. Ihr glaubt nicht, ich bin dann raus und habe mich gewaschen ein bisschen. Und habe den Spiegel geschaut, ganz schlimm. Nein, wirklich. Und nachher habe ich mich gewaschen und habe da ordentlich getan mit meinem Körper. Und plötzlich habe ich wieder in den Spiegel geschaut. Ja, es hat ein ganz strahlendes Gesicht mir angeschaut. Und ich bin gelaufen und kein Rückenweh mehr. Ihr glaubt nicht, dass er hat wirklich direkt geholfen. Halleluja. Absolut neu. Halleluja. Ich habe so Freude gehabt. Jetzt bin ich da und jetzt mag ich. Ja. Halleluja. Ich möchte jetzt ganz kurz danken sagen, Gott, für diese Sachen, die wir jetzt gehört haben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du eingegriffen hast in diese Nöte. Und danke, dass du auch eingreifen wirst und willst in den Nöten von den anderen, die jetzt noch mitten in der Not drin sind. Danke, wir wollen dir die Ehre geben, im Namen Jesu. Amen. Amen. Das passt wunderbar mit dem Strahlen von Barbara zum nächsten Vers. Wer zu ihm aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Um diesen Punkt vom Suchen und so Gott nahe sein zu verdeutlichen, ist mir so ein Bild gekommen. Man geht manchmal so durch den Tag und schaut auf das, was einem gerade so vor die Füße liegt. Vielleicht das Rückenweh, wie Barbara gesagt hat. Vielleicht schaut man auch in den Spiegel und das gefällt einem nicht. Und geht so durch den Tag und dann, wenn wir dann hören, schau auf. Schau auf zu Jesus. Schau weg von dem, was dich betrügt. Auch wenn es dein Spiegelbild ist, danke für die Ehrlichkeit, Barbara. Auch wenn es dein Spiegelbild ist, schau auf zu Jesus. Dann wirst du wieder strahlen vor Freude. Und das ist ein weiteres Gebet, ein weiterer Traum, der mir gekommen ist, wo ich die Predigt vorbereitet habe. Ich wünsche mir, dass wir alle, weil wir auf Jesus schauen, egal wie die Situation ist, strahlen dürfen. Und dass so die Menschen um uns herum sich wundern dürfen, wieso strahlen die? Nicht, weil ihr wie auf den Wahlplakaten ein mehr oder weniger krampfhaftes Lächeln habt, sondern weil ihr von innen strahlt, weil ihr zu Jesus aufschaut, nicht mehr runterschaut, sondern aufschaut zu Jesus. Und das ist der zweite Punkt. Suche nach Jesus, indem du zum Beispiel aufschaust. Und du kannst in den schwierigsten Situationen aufschauen. Wir haben in der Bibel steht vom Stephanus, der hat aufgeschaut, als sie ihn steinigen wollten und hat Jesus zur Rechten Gottes gesehen. Die Herrlichkeit. Und das hat ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit auch angestrahlt, die Herrlichkeit. Und er hat, steht zwar nicht so, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass er auch selber gestrahlt hat, weil er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. In dem Moment, wo sie ihn steinigen wollten, egal, wer dich verbal steinigen will nächste Woche, wie Melanie es erzählt hat, egal, wer irgendwie gegen dich ist, schau auf Jesus, dass du strahlen kannst, auch dann, wenn viele gegen dich sind. Nahe sein durch Loben und durch Suchen, zum Beispiel durch Aufschauen.
Nähe durch Ehrfurcht. Im Vers 10 heißt es, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Bei mir ist es oft so, wie es im nächsten Vers steht. Ich fürchte mich vor schlechten Nachrichten. Wenn schlecht, ich habe nicht gerne schlechte Nachrichten. Und dann erschrecke ich und fürchte mich oft. Aber ich soll mich nicht vor den schlechten Nachrichten fürchten, sondern vor Jesus Ehrfurcht haben, weil er hat es im Griff. Mir hat dieser Vers geholfen, dem mich heute Morgen begegnet. Psalm 112, Vers 7. Er fürchtet sich nicht vor schlechten Nachrichten, sein Herz ist voller Zuversicht, denn er vertraut dem Herrn. Liebe Leute, das brauchen wir. Wenn wir den Fernseher einschalten und schlechte Nachrichten schauen, es ist wichtig, dass wir nicht die fürchten, die da gewalttätig sind, sondern Gott allein fürchten und nur ihm gehorchen. Weil wenn wir Menschen fürchten, dann tun wir, was sie sagen. Wenn wir Situationen fürchten, wenn wir unseren Ruf fürchten, Angst haben, unsere Ehre zu verlieren, dann tun wir, was die Menschen sagen, damit wir die Ehre nicht verlieren. Aber wenn wir Gott fürchten, dann tun wir das, was ihn ehrt. Wie kann ich mehr den Herrn fürchten? Wenn du liest in der Bibel und siehst, wie mächtig Gott ist, wenn du siehst auch, wie heilig Gott ist, ich habe letzte Woche gelesen vom Saul, der nicht gehorcht hat und wie das Konsequenzen hatte für sein Königtum, wenn du, dann merkst du, wow, ich muss Gott gehorchen. Ich will ihn, Ehrfurcht vor ihm haben. Diese Ehrfurcht vertreibt alle anderen Ängste. Der vertreibt dir die Angst vor schlechten Nachrichten, wenn du Ehrfurcht vor Gott hast. Im Vers 14, Psalm 34 heißt es, praktisch, was du machen musst, wenn du Ehrfurcht haben willst. Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Wir haben am Anfang gesagt, wir sind nahe zu Gott, kommen nahe zu Gott, wenn wir unseren Lippen sagen, sie sollen Gott loben. Und damit wir, wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, dann verbieten wir unseren Lippen boshafte Reden gegen andere, vielleicht um sie runterzudrücken und uns hoch. Wir wollen Gott erheben, nicht uns. Jesus erheben, nicht uns. Wenn du Ehrfurcht hast vor Gott, dann verbietest du deinen Lippen boshafte Reden. Und du verbietest deinen Lippen betrügerische Worte, Worte, die Dinge verdrehen, Worte, die täuschen wollen. So drückt sich Ehrfurcht vor Gott aus. So kannst du zeigen, dass du Ehrfurcht hast. Du kannst deine Ehrfurcht vor Gott zeigen. Im Vers 15 heißt es, wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Wenn du klar dich vom Bösen trennst. Wir haben in der Gebetsstunde im Jesaja gelesen, dass die Bösen sich auf ihre Boshaftigkeit verlassen. Die Diktatoren dieser Welt verlassen sich darauf, dass sie mit ihrer Boshaftigkeit Menschen unterdrücken können und so in Sicherheit sind. Ich kann mich noch gut erinnern, als der böse Ceausescu auf einmal gestürzt wurde. Vielleicht mögen sich einige noch an Saddam Hussein erinnern. Er wurde gestürzt. Es sind Menschen, die sich auf ihre Boshaftigkeit verlassen haben. Unterdrückst du Menschen mit deiner Boshaftigkeit und verlässt dich darauf, trenn dich davon. Wenn du Ehrfurcht vor Gott hast, trenn dich davon. Trenn dich vom Bösen und tue Gutes. Sag, vergib mir. Vergib mir das Böse. Das ist ja das Tolle. Dass auch die, die Böses tun, das kann ich nicht, habe ich nicht mehr Zeit, darauf einzugehen, aber das kommt in diesem Psalm auch vor, dass sogar die, die Böses tun, zu Gott rufen können und errettet werden in ihrer Not. Der Mörder am Kreuz konnte rufen und wurde errettet. Wende dich ab vom Bösen. Ich nehme nicht an, dass wir jemanden unter uns haben, der in der Mafia ist, aber wenn du dort bist, dann unterdrücke nicht weiter Menschen mit Bösem, sondern wende dich davon ab und tue Gutes.
Bekenn es Jesus. Und wenn du bekennst, wird er dir vergeben und dich reinigen. Und von aller Ungerechtigkeit. Der letzte Punkt. Ehrfurcht vor Gott haben wir gehabt. So kommen wir Gott näher. Ehrfurcht, das Zeichen noch, das Handzeichen noch. Ich fasse mir oft ans Herz. Und den Ehrfurchtpunkt kannst du dir so merken, fass dir ans Herz. Sei dir bewusst, du musst mal vor Gott stehen. Das bete ich übrigens auch vor die Politiker, die gewählt werden, dass sie sich bewusst werden, dass alles, was sie tun, mal vor Gott verantworten müssen. Aber es gilt nicht nur für die Politiker, auch für dich und mich. Alles, was wir sagen, Böses tun und sagen, werden wir mal vor Gott verantworten müssen, wenn wir nicht um Vergebung gebeten haben. Und deshalb fass dir ans Herz. Habe Ehrfurcht und lass dich reinigen vom Bösen. Gott ist dir nahe, auch im Leid. Er hält dich an der Hand. Er ist bei dir, auch im Leid. Im Vers 20 vom Psalm 34 heißt es, der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Wir haben vorher gehört, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er ist denen nahe, die jetzt leiden, die Hoffnung verloren haben. Er ist denen nahe. Gestern hat der Christoph Iniger, einer meiner Pastorenkollegen, ein Beispiel erzählt. Er war am Joggen, am Vita-Parcours, hat seine Übungen gemacht, seine Dehnübungen, und da hat er wie von Gott den Auftrag bekommen, siehst du diese Frau dort auf dem Bänkchen, geh zu der und sag ihr, dass Gott, ich glaube, er hat sagen müssen, dass Gott ihr nahe ist, ja, so in dem Stil. Was er genau sagen musste, weiß ich nicht mehr, aber er musste ihr etwas von Gott, eine Botschaft von Gott bringen. Und er hat mit sich gerungen, kenne ich, kennt ihr vielleicht auch, wenn man so einen Auftrag kriegt. Er hat mit sich gerungen. Zuerst gesagt, ja, ich bin doch am Trainieren und so. Und irgendwann hat er es gemacht, hat das Gespräch gesucht und hat dieser Frau gesagt, dass im Stil von Gott ist ihr nahe, Gott hat sie nicht aufgegeben, Gott hat noch Hoffnung für sie. Und dann sagt sie ihm, genauso wie sie jetzt überraschend zu mir gekommen sind, ist letzte Woche überraschend mein Mann von mir gegangen. Hat er sich von mir getrennt, überraschend. Und ich habe den Eindruck gehabt, ich müsse noch hier sitzen, bis sie gegangen sind, hat sie gesagt. Ich muss noch hier sitzen, bis sie gegangen sind. Der Herr ist nahe, denen, die zerbrochenen Herzen sind. Wenn du gerecht bist durch Jesus, nicht aus deiner Kraft, sondern weil Jesus dich gerecht gemacht hat, dann wirst du wie Jesus, weil du ihm nachfolgst, immer wieder leiden müsstest. Aber aus alledem rettet ihn der Herr. Dieser Vers gilt ganz speziell für Jesus. Ist eine Prophetie auf Jesus. Aber es ist auch eine Prophetie für dich. Er ist dir nahe, auch wenn du Böses erleiden musst. Und der letzte Vers, dort heißt es, ups, der hat es nicht mehr. Ah, da unten steht er. Vers 23, der letzte Vers. Die aber, die ihm dienen, wird der Herr erretten. Jeden, der auf ihn vertraut, wird er vergeben. Entscheidend ist, dass du gerecht wirst durch Jesus. Und wenn du dich nicht mehr auf deine guten Taten verlässt, auf das, was du gemacht hast, sondern voll auf Jesus verlässt, dann wird er auch dich dir vergeben. Dann wird er auch dich retten. Und es ist so, wie es jemand gebetet hat heute in der Gebetsstunde vor dem Gottesdienst. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du leben, auch wenn du stirbst. Dann bist du im Tal der Todesschatten. Es sind nur Schatten. Schatten können dir nichts tun. Dann wirst du leben, auch wenn du im Tal der Todesschatten bist, auch wenn du dem Tod, dem körperlichen Tod nahe bist, deine Seele wird weiterleben. Die aber, die ihm dienen, wird der Herr erretten. Gott ist dir nahe, auch im Leid. Er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Ich möchte zusammenfassen. Komm in Gottes Nähe, indem du nicht andere runtertust, sondern Gott erhebst, Gott lobst. Deinen Lippen sagst, sie sollen Gott loben. Komm in Gottes Nähe, indem du zu ihm aufschaust, von deinen Problemen aufschaust, zu Jesus. Dass du wie Stephanus
wieder Hoffnung bekommst, auch in schwierigen Situationen. Komm in Gottes Nähe, indem du Ehrfurcht vor ihm hast, indem du dich abwendest vom Bösen, aus Ehrfurcht vor ihm, weil du weißt, du wirst mal vor ihm verantworten müssen. Du kannst Menschen täuschen mit irgendwelchen Tricks, aber Gott kannst du nicht täuschen. Und wenn du böse bist, wenn deine Motive böse sind und nicht Liebe sind, dann wirst du dich vor ihm verantworten. Deshalb kehr um. Habe Ehrfurcht vor Gott, so kommst du Gott näher, wenn du Ehrfurcht hast und umkehrst. Und Nähe auch im Leid. Er hält deine Hand. Er ist mit dir, auch im dunklen Tal. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich fürchte kein Unglück, ich muss keine Angst haben, weil du bei mir bist. Ich lebe vielleicht Unglück, wie wir es gehört haben. Ich erlebe vielleicht Angriffe, Bedrücktheit. Aber ich darf wissen, ich muss mich nicht fürchten, weil Jesus bei mir ist. Er ist auch bei mir im Leid. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du siehst, wo Menschen unter uns und vielleicht auch die, die den Livestream schauen, zerbrochene Herzen haben, zerschlagenen Geist. Danke, dass du ihnen nahe bist. Danke, dass diese Verheißung für sie gilt. Und Herr, ich bitte dich, dass wir zu dir aufschauen und so strahlen dürfen. Ich bitte dich, dass wir alle diese Woche immer wieder strahlen dürfen, weil wir auf dich geschaut haben. Nicht angestrengt, sondern weil wir auf dich geschaut haben und strahlen dürfen. Und schenk, dass du dieses Strahlen, durch diese Freundlichkeit noch Mensch zu dir finden dürfen. In deinem Wort heißt es, wir sollen die Menschen unsere Freundlichkeit spüren lassen, weil du nahe bist, Herr Jesus. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, nach dir zu suchen, zu dir aufzuschauen, nach dir zu suchen, damit wir von allen Ängsten befreit werden. Herr, du siehst, wo Menschen unter uns Ängste haben. Befreie uns davon, wenn wir auf dich schauen. Herr, wir verlassen uns auf dein Wort, dass wenn wir nach dir suchen von ganzem Herzen, dass dann unsere Ängste weichen müssen. Schenke, dass wir das erleben dürfen, dass unsere Herzen befreit werden dürfen von Angst, weil wir auf dich vertrauen, dass wir nicht Angst haben müssen vor schlechten Nachrichten. Herr, schenke, dass dies wahr wird unter uns und unsere Herzen wieder ganz werden dürfen, geheilt werden dürfen von dir, auch wenn sie zerbrochen sind. Im Namen Jesu. Amen. Jetzt kommt, glaube ich,